Alles. Zack! Mal gucken, wann irgendwelche noch aufkreuzen, oder? Wahrscheinlich, ja. Ladezeit, dankeschön. Oh, scheiße, da muss irgendwas eingeblendet, was ich eingeblendet sein soll. Los! Das muss ich nach dem Rennen mal kurz fixen. In OBS meine ich gerade nur, weißt du? Wird? Ja. Muss ich gleich noch fixen, aber erst nach dem Rennen. Ja, die Motorsounds sind zu laut. Ich weiß zufälliger, ich weiß genau, was eingeblendet ist, was gerade triggert. Aber das kann ich jetzt nicht mit einem Rennen lösen. Dafür hätte ich ja mein Stream Deck, aber das kann ich ja gerade so nicht nutzen. Sache, eine KI hupt mich an, weil ich sie überhole. Ja. Muss man nicht verstehen, aber ist okay. Ja, bei dir sind die Motorsounds zu laut, bei mir sind sie halt so leise, dass ich bei manchen Autos gar nicht meinen Motor höre, irgendwie ist mir aufgefallen. Nee. Bei mir ist es schon zu laut. Etwas zu laut. Das kommt vielleicht aber nur bedenke dein. Ah, jetzt weiß ich nicht so. Die Umgebungssound. Ja, ich habe das Spiel neu gestartet, deswegen. Vorher habe ich. Also, das Spiel ist ja abgestürzt. Ja, ja. Vorher habe ich es ja eingestellt, weiß ich noch. Ach, und durch den Absturz hat er natürlich die Settings nicht übernommen. Na, das ergibt schon Sinn. Dieser schwarze Balken oben triggert gerade. Sache, er hat mich einfach mal gediegen überholt. Ich habe aber jetzt nur für den Host das einzige Mal, dass ich die Cam drin habe. Nur ich hatte, da ich das Tuch hinten noch aufgebaut habe, weißt du, dachte ich, warum nicht nutzen. Ja. Normalerweise habe ich für die Hosts gar keine Cam an. Weil das ist ja eigentlich gediegen, einfach miteinander fahren. Da muss ich jetzt nichts, keine Ahnung, was aufbauen für. Bis auf das beste Runde. So, einmal kurz raustappen und das mal kurz fixen. Und stellt die Lautstärke wieder ein. So, gefixt. Das ist so schnell. Ich habe die Szene von THR offen und da habe ich auch den Teamspeak eigentlich mit eingebunden und der ist nicht offen. Der hat gerade irgendwas eingefügt, was einen schwarzen Balken verursacht hat. Okay. Jetzt habe ich es nochmal leiser gemacht und schauen wir mal. Wir müssen sehen, ob es passt. Mal gucken, ob so. Discord hat keiner was geschrieben. Hast du Map? Ach, okay. Schade, dass du den übrigens nicht umskinnen kannst, also nicht umfärben kannst, ey. Ja, warte kurz, das war ein Brachters, Moment. Hörst du mich wieder? Was? Ah, hörst du mich wieder? Ja. Was? Landstraße?
Noch keiner hat was geschrieben, ja? Nein, nein, noch nicht. Jetzt würde ich sehen. Wieder zu haben. Das kannst du ja nicht sagen. Die Umgebungssounds musst du mit einberechnen. Nur weil du deinen Motorsound anpasst, sind die Umgebungssounds trotzdem laut. Ja. Weil wenn du das machst, musst du halt auch diese Umgebungssounds oder whatever sich das auch immer noch unterdrücken. Ich glaube, ich habe mein Headset sowieso irgendwie lauter gemacht. Du bist jetzt auch lauter. Ja, gut. Dann ist es effektiv. Runterschrauben und trotzdem alles gleich laut hat, wenn man das Headset hochzieht. Klar. Wer kennt's nicht? Hier habe ich zu stark für gebremst. Weil der Regler zum leise lauter machen ist gerne in dem Stummschalten. Na gut. Blöd gelaufen. Ja. Ich habe einen Unfall gemacht und mit diesem Unfall mich gleich überschlagen. Ja. Ich hab bei solchen Tunneln immer Angst, ne? Ja. Weil ich mich kenne und safe irgendwann diese Säulen mal berühren muss. Damit hast du aber eigentlich dein geplantes System für heute davon mit verworfen. Wollte ja Hightech zuerst. Nee, du hast erst gestern gesagt, Hot Plastic 2 und eventuell Hot Plastic Remastered. Ja, aber auch diese zwei war ja. Hab ich gestern noch gewusst. Ich kann ja nur das sagen, was du gesagt hast. Okay. Ja, aber gestern hab ich ja auch noch diese zwei gehostet. 1,5 Stunden. Hab ich gesehen. Im Discord, also im Hightech-Channel hat noch immer keiner geschrieben. Das ist oben in der Lobby, kann ich kurz mal gucken. Nein, auch nicht. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Sieger. Ah, jetzt ist wieder normal laut. Yay! So. Die Breaker. Willst du Strecke aussuchen? Oder soll ich? Nimm ruhig die Red Rock. Das ist jetzt gerade die ich gerade namenstechnisch kannte. Red Rock Bridge. Die wusste ich jetzt gerade namenstechnisch. Entschuldige! Ja. Ob ich mir jemals mal die Namen der ganzen Maps merken kann? Hm. Wer weiß das schon? Ich habe mir die von HP2 noch immer nicht gemerkt. Ja, da fragt ein guter Gist, aber du bist so durch. So ist es. Ich habe deinen Hosting-Plan da schon lange gereiht. Du gehst jede Map mit allem einmal durch. Ja, jede Map. Mal vorwärts, mal rückwärts. Beim Einmal. Witzigerweise, ich weiß noch, ein Haus, das durchgezogen. Geil.
Du hattest, noch eine Map vor dir gehabt. Los. Und du hast den Horse beendet. Was da? Es war das eine Sprintrennen, was noch fehlte, und da hast du einfach den Horse beendet. Das ist schon länger her. Okay. Ich hasse diese Steine. Aber ich glaube, die hassen mich auch. Also, ruht das auf! Aua, Gegenseitigkeit wollte ich gerade sagen. Ja. Ich hab so einen komischen Wagen vor mir. Ja, aber das ist der wieder vor. Scheinbar kam ich an der Stelle hier besser voran als du, keine Ahnung. Oder du hast ein bisschen, bist ein bisschen vom Gas gegangen, kann auch sein. Nein, nein. Die große Fehler hast du nicht gemacht bis jetzt. Einmal habe ich die Wand berührt, deswegen konntest du mich ja überholen. Das ist die letzte Runde. Das ist die letzte Runde? Das freut mich, Egon. Danke für die Info. Schauen wir, wie die einhauen können. Und irgendwann baue ich einen Fehler. Du, das ist die verfluchte zweite Runde, ja? Aber da, wow, okay, das habe ich irgendwie retten können. Aber jetzt nicht mehr. Ein Ticken retten können und dann habe ich es verkackt. An der Stelle habe ich vorhin schon den Fehler gehunzt, deswegen. Da bremse ich halt einfach nicht richtig. Anders kann ich diesen Fehler halt nicht verstehen. Also die Kurve, wenn man gut unterwegs ist, muss man nicht bremsen. Und wenn man nicht den richtigen Winkel erwischt, muss man nur ein bisschen abbremsen. Manchmal bremse ich aber auch an Stellen, wo man bestimmt nicht bremsen muss. Ja, sicherheitshalber mache ich es auch ab und zu, ja. Aber immer, auf der Strecke bin ich immer am Gas, außer bei den Sprüngen. Da geht kurz vom Gas und wir. Ja, es gab auch irgendein Need for Speed, da ist das schlau, das zu machen, aber ich weiß gerade gar nicht mehr welches. Ja, beim Sprung gehst du vom Gas und wenn er landet, dann schaust du, dass du die richtige Drehzahl erwischst. Ja, aber sonst hast du Anfahrprobleme. Ja. Wieder beste Runde, die zweite. Ja, bei mir hat der Crash es gerissen. Kurz gucken, also in dem Channel nicht und in dem Channel auch noch nichts. Ich dachte nicht, das wird wieder ein Horst noch zwischen uns beiden. Keine Ahnung. Ich kenne solches Horst, kenne ich auch, ja. Ich meine, der letzte Need for Speed 4 Host mit uns beiden war auch nur wir zwei. Ja, das war zu Mittag, aber jetzt sind wir schon weggekommen. So. Das Beste ist, ich kenne meine YouTube-Video-Reihenfolge gerade.
Okay. Ich weiß genau, was gerade, was eine Kuriosität, aber passt schon. Mal ran, F50. Also, du wechselst mal die Karre? Ja. Komm, ich wechsle dann einfach auch mal. Aber ich bleib bei einer Porsche. Ja, der F50 ist stärker, da muss ich wieder wechseln. Meinst du, ist er das gewesen? Hab ich was Dummes gemacht? Okay. Nee, aber der Porsche, der F50 war schneller. Schuldig im Sinne der Anklage, weißt du? Damit ist nicht ohne. So. Ratzewei. Weißt du, dass ich auch besser in die Schiene fahre, ne? Ja. 3, 2, 1, los! Was ist du? Was ist los? Ich schreib, was du bist. Hallo, hier ist sie. Fahren kann die KI nicht. Das stimmt, ja. Ja, der eine, da ist gerade. Wir fahren jetzt halt gegen eine Wende. Ja. Der Sound ist so gut. Ich hab mal wieder E-Autos. Ich hab das so leise gemacht. Ich hab Dennis seine Settings irgendwie. Und für die Custom-Autos würde funktioniert das da wohl. Aber für die Custom-Autos, für die Standard-Autos sind die Sounds eher sehr semi angesetzt. Okay. Scheiße. Nein! Das hat mich gerade leicht ausgeschlossen. Das ist die letzte Runde. Au. Hast du eine Wand berührt? Na, Curbs, sorry, schlecht. Ja, bei manchen sind die Curbs, aber manchmal sind die Curbs nicht gut. Ja. Okay, Dennis wird jetzt sagen, wann denn Cup schon mal gut? Ein paar kannst du normal nehmen, aber ein paar nicht. Wieder mit je nach Auto. Mit dem CLK spürst du kaum. Tolle Runde. Und dritter. Oh, wann hat sich denn Screen überholt? Was ist denn das? Ja, gemacht? Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Sieger. So, jetzt probieren wir die schnellen Autos. Ach Gottchen, du machst es mir nicht einfach. Okay. RSW1. Das kann nur schief gehen. Ja, ich muss mit dem Jander wieder quälen. Ein paar Sekunden warten. Ist nichts geschrieben. Ja. Schau mal wirklich, ne? Ja, wobei hat das jetzt zuletzt auch nur, waren auch nur drei Leute. Ja, aber du musst aber bedenken, das Wetter wird auch langsam immer besser, ne?
Ja, ich, mal so, ob ich so jetzt habe, wo wir schon 7, 8 Leute öfters gucken. Gestern? Oder wann war das? Vorgestern? 3, 2, 1, los! In etwas mit 2 Haus, den ich nicht aufnehmen konnte gestern, da waren es 5 spätestens. Ja. So wie ich jetzt auch. Diese Jumps manchmal. Wow, Kontrolle fast verloren. Ah, das hat mich ausgehebelt, diese kleine Bodenwelle. Da war eine kleine Bodenwelle, die hat mich ja komplett aus dem Leben genommen. Okay. Rundenrekord, das ist die letzte Runde. Es lief die ganze Zeit fast crashfrei. Und dann kam die eine Bodenwelle. Die war dann too much. Alter, die verfluchte zweite Runde bei mir, immer wieder. Verstehe noch nicht wieso. Au. Oh, juckt jetzt auch noch. Nee. Na, ob mich die Bodenwelle hier wieder aus dem Leben ficken will? Nee, diesmal mal nicht. 1,8 waren. Geh doch von der Wand weg. Geh doch von der. Ach, Mann. So, Stevie, kannst du wieder aussuchen? Ja. Ich habe Ahnung von den Maps. Wusstest du das schon? Ach so. Ja, so. Ich kann dir. Lass mich. Ich muss kurz überlegen. Nehmen wir die Wut Addon. Okay. Nur ist, wenn die Cam an ist bei mir, das fällt überhaupt nicht auf, dass ich am Handy oder so. Nein. Okay. Bleiben wir bei der, okay. Ja, jetzt haben wir halt den Triple Ace. Ja, jetzt haben wir halt dasselbe auch. Ich kann die nur niedern, aber der ist wirklich weg, ja. 3, 2, 1, los! Der Baum war meiner und der da auch. Ich habe Ping-Pong gespielt. Ich habe den einen Baum berührt und bin zum nächsten gerast. Okay. Ich konnte auch nichts gegen machen. Ja. Ja, die AA sind schwer. Nicht quer springen.
Spielst du quasi nicht mehr oder was? Mit nur einem Tippseln beim Bremsen manchmal. Oben bleiben, ne? Der starke Kurs oben bleiben auf der Bremse. Länger oben bleiben. Von der Stadt. Das ist die letzte. Ich hatte die KI gerade angehört, weil ich sie überholen will. Ich war vorne. Und dann fahre ich gegen eine Wand. Das kannst du doch keinem mehr recht erzählen. Ich habe mich bis Wald 1 hochgefahren, ey. Okay, jetzt ist Gotcha vorne, aber trotzdem. Ach, leck mich doch an. Jetzt, weißt du, was cool ist? Im vorigen Rennen hat man Ohr gejuckt, ne? Ja. Jetzt juckt mein Auge. Okay. Nicht doch, komm schon. Ach, Mist. Danke. Ich habe mich zwar gut vorgekämpft, aber zu viele Fehler gemacht. Ja, es ist halt schwierig mit dem schnellen Auto. Können wir jetzt bitte nach jeder Runde aufhören, dass irgendwas juckt oder während der Runde? Fänd ich nicht schlecht. was haben wir denn hier? Ah, okay. Jetzt nehme ich das gleiche Auto wie du. Nein, Mann. Ich stelle irgendeine Strecke, was ich nicht kann. Also, du keine Strecke kann. Ja, wenn ich gespiegelt und so einstelle. Ja, so wie die Red Rock, die ich letztens mich schön überrascht habe. Plötzlich war sie gespiegelt. Ja, das habe ich noch nicht im Kopf. So, nehmen wir das gleiche Auto. Rückwärts, spiegelverkehrt. Ah, Automatik wieder einschalten. Dass keiner mitmachen will beim Host. So. Ratzeweih! Drei, zwei, eins, los! Damit dürfen wir eigentlich alle Raceways durchhaben. Ja, wir haben ein bisschen zu viel gebremst. Pfeile lügen, die wiederum sagen die Wahrheit.
Oh, er hört mich schon wieder nicht. Geil. Heute ist es wieder sehr stark. Des Fahrens, oder? Du hast gut unterwegs. Das ist die letzte Runde. So, was? Du warst gut unterwegs, bis zu dem Crash. Ja, aber du hast mich jetzt auch, aber jetzt auch, kannst du mich ja wieder hören. Ja. Heute ist es mal wieder etwas stärker. Ich musste gerade während im laufenden Betrieb mein Mikro aus- und einstöpseln. Ach so, Alter. Ich rede mit dir und komm so in Discord und hab dich wieder gesehen, ich hab mal wieder nicht aufgeleuchtet. Deswegen bist du gleich gefangen. Nee, ich hab das erst auf einer Geraden gemacht, aber irgendwie. Hier kommt die übliche zweite Runde, ich mach wieder Fehler. Na, erste Runde war gut, aber. Ja, aber der Crash war nicht deswegen. Ach man! Diese typische zweite Runde, sie hat's wieder komplett gerissen. Warum habe ich denn ein typisches zweiten Runde-Fluch? Warum muss es in der zweiten Runde immer schief laufen? Ich habe das noch nie verstanden. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Weil du siehst ja, wie weit ich weg bin. Also, weil ich bin nämlich gegen eine Säule gefahren. Ja. Ja, du warst ja gleich schnell wie. Da war nicht einmal eine Viertelsekunde. Ja, und dann kam die Säule. Sag, er bleibt wieder stehen. Ach, Mensch. Hallo, in der Kerze kann man denselben Autos fahren. Sie sind der Sieger. Ja, nur wie gesagt, ich hatte wieder die typische zweite Runde. So spiegelverkehrt, dann hast du Chance, ja. Du kennst die Strecken, jetzt musst du wieder einschalten. Stell einfach ein. So, eingestellt. Snowy Witch! Rückwärts gespiegelt, ja. Kenn ich. Ja, gut. Da hat irgendeiner was geschrieben? Nee, sie haben nur bei Need for Speed 2 paar Sachen geschrieben. Wieso will denn keiner mitfahren? Das weiß ich nicht. Würdest du nicht mitspielen und würde eine halbe Stunde warten und dann das nächste Spiel aus? Ja gut, ja. Ich wurde ja so beinahe nicht angeschrieben. Sie ist offline! Ich hatte halt vergessen, mich online zu schalten. Ab einer bestimmten Uhrzeit stelle ich mich immer gerne unsichtbar. Aber normalerweise, wenn ich dann gegen 12 oder 1 auch in den PC anwerf, wieder, mache ich mich eigentlich sichtbar. Warum ich das heute vercheckt habe, ich habe keine Ahnung. Übrigens, im Channel über uns ist jemand drin. Das ist so Audio-Channel über uns? Das ist getrennt. Ja, ich weiß. Der Typ heißt, würde ich dir ja gerne vorlesen, wenn wir nicht 10 Milliarden Kurven kämen. Hier schauen wir noch mal rein. Rabbi Trat. Achso, das ist der, der hat diese zwei Spieler. Der neue, der es gestern nicht gespielt hat. Au. Jetzt ist er aus dem Channel wieder raus. Jetzt noch ein bisschen mehr Beherrschung.
mega tricky ist die Snowy Witch nämlich nicht. Also, klar, sie hat ein paar kritisch schwierige Stellen, aber so tricky ist sie jetzt nicht. Ja. Ja, nur ich fahre die Strecke jetzt und ich kenne ich jede Kurve, weißt du? Und wenn ich dann nicht das Spiegelfeld verkehrt fahre, dann kenne ich die Kurve. Hallo Tankstelle, hallo Start und Ziel. Letzte Runde. Weiter. Au. Ich tue das hier immer zu eng. Fast die Kontrolle der Karre verloren. Du glaubst, dass jetzt am Sonntag, dass es weitergeht mit den kleinen Rennen? Möglich. Also bis jetzt hat der Dennis von der beendeten Season und der Season davor keine Pause zwischengezimmert. Also okay. Kann ich mal nächste davon Runde ausgehen, dass er das tun könnte. Ja, aber jetzt möchte ich da was umstellen. So. Ah, es wird langsam dunkel. Ich muss nicht immer das zweite Licht anmachen. So. Yo, kratzt noch mehr. Rocky Bass. Rocky Bass. Du spielst lieber ohne Kollision, gell? Oh, klar. Kollision, wenn es sein muss, ist es halt mit bei, aber an sich habe ich es gerne ohne. Also kann ich dann ohne Probleme halt überholen, weißt du? Ja. Hat jemand was geschrieben? Ich denke mal nicht, ne? Ne, der neue und Skyfire, der wollen heute bis jetzt zwei Spiele auf Dinos am Server. Sollen sie doch, der Server ist doch da. Dafür hat Dennis doch den Server aufgemacht. Oh, jetzt habe ich. Oh,
Das war eine Wand. Zwei. Ich hatte nur so. Irgendwo hast du Fehler gemacht. Mhm. Ich hab eine Innenwand berührt, weil ich kurz was geschaut habe. Gerade kurz. Ja. Letzte Runde. Mit den schnellen Autos in 2 Minuten. Mit. Mhm. Aber nur fehlerfrei. Du kommst bei den Jumps viel besser voran. Denk mal, du machst es auch zu Jumps und lässt das Gas weg. Ich spring, lasse Gas aus und beim Landen schaue ich, dass ich die richtige Drehzahl habe, wie das beim Start. Das sollte ich vielleicht auch machen. Ja, du springst, lässt Gas aus, wenn du landest, schaust, dass du die Drehzahl hast wie beim Start, so 3.000-4.000. Jetzt hab ich die Wand berührt. Was ist verdeckt so? Ja, sieht so aus. Ich habe vorhin ungewollt diese Stelle da genommen und habe sie irgendwie hinbekommen. Ist nur halt sehr, die kann halt nur sehr gefährlich sein. Ja, ist recht knapp zwischen uns, wenn ich gespiegelt einstelle. Die Wand, da hast du aber ein bisschen zu eng genommen. Das ist ihre beste Runde. Feld. 1,40. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Sieger. Wege verkehrt aus.
Ansonsten ist der Discord sehr still. Jo, ist so. Jetzt, Rocky Pass rückwärts ohne spiegelverkehrte Truppe. Schau mal den Unterschied jetzt, wo wenn ich die Strecke kann. Okay, fahren wir so halt rückwärts. Ich ja, jetzt mal vorher rückwärts gespiegelt. Und da hast du gewonnen mit 1,4 Sekunden Vorsprung. Wir werden jetzt mal gucken. Und jetzt ist es anders. 3, 2, 1, los! Erstmal komplett umdenken. Okay, jetzt kann ich wieder aufhören. Warst du das, der seitlich geflogen ist? Ja, du warst besonders gut. Ja, ich hab das nur gesehen und dachte mir so, wie ist denn da jetzt seitlich gehüpft? So, das kann ich 7 Sekunden aufhören. Das wirst du ja wohl schaffen. Bitte nicht. Wow! Ah, von innen jetzt genommen. Und nochmal. Warum hupen die KI einen an, wenn man sie überholt? Was ist denn das? Das sind so programmiert, oder? Du wirst überhaupt erstmal anhupen. Nicht gut dafür. Wow, ziehst davon. Bis jetzt. Du weißt, dass gleich immer die verfluchte zweite Runde kommt. Das ist die letzte Runde. Siehst du, du hast doch wieder angeholt, Zogi. Jetzt sind kein Fehler mehr. Wie auch immer du das geschafft hast, aber du hast komplett rangezogen. Wie der Rückspiegel am Wagen ist. Laut Rückspiegel bewegen sich deine Reifen nicht. Okay. Nein! Fuck, was war das denn von mir? Was war das denn für eine Dummheit? Das habe ich jetzt mal so gar nicht verstanden. Ach, fuck off! Und, boah, Überschlag. Ja,
hast du den gemacht? Der in den Graben. Nein! Tolle Runde! Oh. Die Zeiten will ich sehen! Das will ich sehen! WCF! Herzlichen Glückwunsch! Sie sind ja, wahrscheinlich! Siehst du das? Ja, das sind, ist knapp! 300, glaube ich, das. Oder? 300 ist das. Also, nicht 3/10? 3/10? Ich bin mir nicht sicher, aber ein 300 würde passen, wenn das die erste Zeit, glaube ich, ist, oder? 5 Minuten, 48 Sekunden, 21. Das ist also ein 300. Ich meine, eins ist egal. Oder, ja, ich glaube, 300. 24. Gut, sie unterwegs. Die Person. Ja, Summit. Spiegelverkehrt. Ja, dir ist ja egal, ob es spiegelverkehrt oder nicht ist. Ne? Das ist wohl wahr. Summit auch noch. Drei, zwei, eins, los! Ja, es wird langsam Abend, stimmt ja. Am liebsten mit Jammen immer mehr. Es ist wirklich immer nur abends bei mir so schlimm. Au. Es war aber knapp, oh. Die Kurve war mich zu eng genommen. Ja, warum zieh ich denn so rüber? Ich glaube, die Summit ist die längste von allen, ne? Ja. Es gibt im Custom-Bereich eine, die nennt sich Russian Summit. Die ist okay. Ein bisschen länger. Ja. Sind wir damals, glaube ich, mit einem, was war das, Jaguar oder was war gefahren? Keine Ahnung. Wir haben, wir hatten die 8 Runden lang und waren über 40 Minuten auf der Map unterwegs. Ein Wahnsinn. Und das mit Schaden noch dazu, ne? Tut ja alles weh. Da ist man aber.
Dann ist man nach einer Zeit fertig. Ja, das glaube ich. Alter, was macht mich denn hier gerade für ein Bullcrap? Es gibt Kassenstrecken, die sind halt einfach übertrieben hart, weißt du? Ja. Aber solltest du halt noch öfter mit uns mitfahren wollen, so im TR-Bereich, wirst du es ja mitbekommen. Ja. Ich meine, cool wäre es so, weißt du, aber ich kann dich da jetzt auch nicht zu zwingen. Aber was war nicht das Speed 4? Mhm. Das kommt eh. Gas, Gas, Gas. Was? Das kommt eh Gas, Gas, Gas aus dem kleinen Spiel. Ja, ob er das wirklich tut, ist eine Frage. Er will es gerne. Ja. Ich würde nichts gegen Gas, Gas, Gas. Alle drei, ja, aber, wir haben, aber die Sache ist halt safe, nicht jeder hat es. Also es kostet 1,50 €. Und fast jeder hat es, ja. Wer hat es nicht? Lass mich kurz mal denken. Tomete glaube ich nicht, oder? Ich weiß es ja nicht. Tomete hat es nicht, ja. Tomete wird es nicht haben, Beruti hat es. Kirsche weiß ich gerade nicht. Kirsche hat es auch nicht, ja. Pete, I don't know. Pete hat es. Dennis und ich haben's. Lord und Deepstar rechne ich ja schon lange nicht mehr mit ein. So hart es klingt, aber die ziehe ich derzeit komplett raus. Das wäre was für ihn, das Spiel für den Lord, was ich meine, ne? Bitte? Das wäre aber ein Spiel für Lord, ne? Das ja. Nur die Sache ist halt, wenn Dennis das hier wirklich ins Clan mit rein triggern will, muss dafür dann Real Talk den Server, den er öffentlich gemacht hat, Passwort schützen. Ja, das geht ja. Damit nicht jeder random Typ reinkommen kann. Aber das macht ja bei HTC 2 auch am Renntag. Nee, da gibt's ein extra, das hostet er extra. Ach so. Dadurch, dass er wie ich ja die Ports offen haben, können wir neben Privat-IP auch auf auch öffentliche Sachen hosten. Das heißt, in dem Punkt so anstatt halt auf privates Spiel halt auf öffentliches Spiel gehen. Die Möglichkeit haben wir. Durch die offenen Ports solltest du auch haben sogar. Und die setzt er dann mit Passwort. Ja. Weil dieses private Spiel kannst du, glaube ich, nicht mit Passwort versehen. Was für ein Problem. Aber durch die offenen Ports kannst du halt öffentliche Spiele auch setzen. Ja. Und das macht er. Deswegen ist es nicht schlimm, dass im Privaten nicht mehr seine IP drin steht, sondern die von IP-Launch halt. Ja, jump halt rum. Alter, dieser Netcode von 4, ne? Du springst angeblich zwischendurch bei mir. Okay. Nein. Jetzt kommt gleich der Stadtbereich auch wieder, ne? Ja. Oh. War das ein Baum? Ja, fast ein Fehler. So, hallo Stadt. Und was das versucht, ne? Ja. Was ich gemacht habe.
Du hast es einen Ticken zu eng genommen. Beste Runde. Beste Runde. Ah, zweiter. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Sieger. Ach so, eine Struktur. Ist das ein Rennen, falls niemand kommt, fahren wir noch ein Rennen, dann ist genug. Okay. Willst du aussuchen? Dann nimm mal, wenn ich aussuchen soll, nimm. Ja, genau. Ach komm, nimm die Empire. Und mach mal ruhig mal wieder auf Doppel-A. Dann haben wir mal ein bisschen Abwechslung wieder in den Fahrzeugen. Okay. Empire City. Doppel-A. Einfach, das ist, ne, was die Abwechslung wieder mit sich macht, weißt du? Und ich nehme mal den. Okay, dann nehme ich auch den. So, die letzte, wenn es die letzte Strecke wohl scheinbar wird, warum nicht die Empire dafür nehmen, ne? Ja, dann nehme ich spiegelverkehrt. Ja, wenn jemand zufällig dazukommt, dann brauche ich noch ein paar, aber sonst. Ich mach sie spiegelverkehrt, okay. Ja, ja, das ist schwieriger wird für mich, ja. Nee, nicht nur für dich. Achso, achso. Sag ja, umdenken. Ich fahr die einfach nach. Die KI fährt die nie, ne? Nee, nee. Angst, hier sind schon wieder Säulen. Ich habe diese Säulen in der ersten Runde geschafft und dann die Wand genommen. Scheiße! Oh, der Heli ist vor uns weggeflogen. Die Laterne hätte ich fast mitgenommen. Spiegelt ist sie nicht ohne. Ja. Wenn man den Weg eigentlich so kennt. Scheiße. Ja, ich war nur dir nach. Ja, aber das heißt nicht, dass ich es richtig fahre. Das heißt, weil hier schon wieder eine Wand war. Na, kann man sie sich mal trauen? Nein, die kann nicht. Ich nicht hin. Oh. Alter, wow. Ey, hallo Karre. Ich hatte gerade komplett durchgehende Reifen. Okay. Letzte Runde. Ich war nur noch am Rutschen. Ach, leck mich. Ja, dann fahr ich's halt nicht. Jetzt habe ich die Abkürzung vor uns. Viel Spaß. Diesmal habe ich sie vercheckt. Du hast sie aber auch nicht 100%ig gekriegt. Nee, nee. Aber nach der Abkürzung, ne, bist du komplett immer vor den KI-Leuten. Ja.
Ach, schon wieder ziehe ich darüber. Die Abkürzung nicht nochmal. Ich krieg die Rente einfach nicht geschissen. Ja. Das war der Hof dann jetzt, ja? Ja, jetzt auch. Achso, jetzt kommt noch wer, dann mach ich noch ein paar, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil jetzt hat ja auch keiner was geschrieben. Und es ist auch leider keiner in der Lobby. Schade. Ja.